Ja, und über die Entwicklung bei der Commerzbank-Aktie möchte ich jetzt mit meinem Gast, mit Dr. Philipp Hässler von, er ist Analyst bei Equinet, sprechen. Herr Dr. Hässler, die Commerzbank-Aktie musste in den letzten 2 Tagen wieder deutlich abgeben. Heute dann ein Minus von fast 6%. Was sind das denn die Gründe? Was sind denn die Gründe? Sind es tatsächlich die Spekulationen über eben die nicht Verkäufe, die nicht getätigt werden, die Verkäufe? Ja, guten Tag aus Frankfurt. Ich denke, zum einen sind es ganz banal auch Gewinnmitnahmen. Die Aktie ist ja sehr gut gelaufen seit ihrem Low im Juli. Und zum anderen gab es halt negative Analystenkommentare nach einem Analystentreffen mit Herrn Plessing in London. Und ich denke, da kommt halt beides zusammen. Ein paar negative Stimmen und auch ein paar Gewinnmitnahmen. Und deswegen ist die Aktie halt so stark unter Druck. In der Abwicklungseinheit der Commerzbank schlummern immer noch 136 Milliarden Euro. Wie viel Abschreibungspotenzial sehen Sie hier? Also ich kann da leider mit keiner konkreten Zahl dienen. Klar ist aber natürlich, Sie sprachen es vorhin an, die Schiffsfinanzierung, die 17 Milliarden Exposure, die die Commerzbank da hat, das ist meiner Meinung nach natürlich ein Risikofaktor und das wird weiter die P&L belasten. Sprich, in den nächsten Quartalen werden wir da weiter deutlich dreistellige Risikovorsorgebeträge sehen. Man darf allerdings auch nicht vergessen, ein großer Teil dieser 136 Milliarden ist jetzt kein Schrott, sondern da sind beispielsweise auch 20 Milliarden deutsche Staatsbonds drin. Also Assets, die nicht mehr zum Kerngeschäft gehören, die die Commerzbank abbauen will, aber die jetzt nicht per se einen Risikofaktor darstellen. Manche Experten gehen ja auch davon aus, dass der Bund jetzt nochmal Kapital nachschießen muss. Halten Sie die Sorge für berechtigt? Kurzfristig sehe ich das nicht so. Klar ist aber, dass die Commerzbank relativ schwach kapitalisiert ist verglichen zu anderen europäischen Banken. Sprich, wenn wir nochmal einen wirtschaftlichen Abschwung sehen, dann würde sich die Wahrscheinlichkeit für eine Kapitalerhöhung doch erhöhen. Aber kurzfristig sehe ich das, wie gesagt, nicht. Wie lauten denn Ihre Gewinnschätzungen für 2013 und 2014? Fürs laufende Jahr erwarten wir quasi eine schwarze Null, fürs nächste Jahr dann ein deutlich positives Ergebnis, das über 800 Millionen Euro liegen sollte. Sie haben Ihre Einschätzung für die Commerzbank vor kurzem von Kaufen auf Halten gesenkt. Warum ist die Commerzbank für Sie jetzt kein Kauf mehr? Der Hauptgrund ist ganz klar, die Aktie ist sehr gut gelaufen. Unser Kursziel von 10 Euro war gestern so gut wie erreicht, deswegen haben wir sie runtergenommen. Dazu kommt auch, dass der Stresstest, den die EZB ja vorbereitet, der dann kommen soll, dass da eine Commerzbank vielleicht nicht so gut abschneiden könnte und dass da Investoren im Vorab ein bisschen nervös werden konnten und deswegen wieder ein bisschen negatives Sentiment aufkommen könnte. Sehen Sie eventuell bei der Deutschen Bank mehr Potenzial? Bei der Deutschen Bank haben wir eine positive Empfehlung mit dem Kursziel von 40, sind so damit etwas optimistischer, wobei klar ist, dass auch bei der Deutschen Bank noch verschiedene Risiken, wie vor allem die rechtlichen Risiken, schlummern. Herr Jane spricht ja gerade in London auf einer Konferenz, hat angedeutet, dass Q3 im Investmentbanking etwas schwächer wird. Also da ist auch nicht alles Gold, was glänzt, aber momentan schätzen wir sie besser ein als eine Commerzbank, das ist richtig. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Commerzbank, Zielscheibe der Shortseller, sehen Sie das auch? Momentan habe ich da keine Indikation für, aber das Risiko ist natürlich klar da, dass sich da der eine oder andere Hedgefonds wieder einschießt. Die Commerzbank, denke ich, ist da doch ein sehr beliebtes Objekt, sowohl beim Shorten als auch beim Longgehen. Dann sage ich Dr. Philipp Hässler erstmal vielen Dank für das Interview. Sehr gerne.